Jetzt auch bei 9000. Ja, die Federn sind ein super Zusatzverdienst, auf jeden Fall. Aber ich brauche gerade die Eier viel dringender. Wenn ich dann später mehr Hühner habe, dann werde ich die auf jeden Fall auch noch mitziehen lassen. Wir machen das auf jeden Fall noch mit den Federn, aber jetzt gerade müssen wir überhaupt erst da klarkommen auf alles. Wie mache ich das dann eigentlich? Also wie sorge ich dafür, dass wir mehr Jungtiere bekommen? Passiert das automatisch? Also kriegen meine Hühner automatisch Nachwuchs? Ja, tun sie, okay. Ich habe einen Hahn und zwei Hennen, so habe ich angefangen. Für mehr Hennen hatte ich kein Geld. Da gibt's zu jedem Jahreswechsel eine Chance dazu. Ach, cool. So. Dann haben wir hier noch ein paar Felder ready. Das wollten wir, glaube ich, als Flachsfeld haben, ne? Dass ich nochmal gucke. Leinsamen hatten wir da vorne. Das sind Leinsamen. Das ist Flachs, genau. Und das hier wollten wir als Haferkorn. Da wollen wir Haferkorn. Und da wollen wir Weizen. Feld 10 ist also Weizen. Okay. Feld 10. Weizen war das ganze Jahr, ne? Ja, das ist only Weizen. Ich hoffe, ich habe da jetzt einfach bei der ganzen Planung nicht tausende Fehler gemacht. Habe ich safe, aber... Jetzt habe ich vergessen, wie groß es ist. Feld 10... 20. War das 4x5? Ich glaube, das war 4x5. 20, ja, wird schon passen. Perfekt. Und Feld 11 war... Was ist uns übrig geblieben? Haferkorn, Haferroggen, ne? Haferroggen. Es fällt 11. So, und das ist Haferroggen. Und ich habe auch vergessen, wie groß es ist, weil ich nicht mitdenke. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall Hafer. 25, 5x5. Oh mein Gott, okay, damit sind meine ganzen Felder durchgeplant. Damit sind meine ganzen Felder durchgeplant. Bist du dir sicher mit dem Weizen? Kannst du schon backen? Ich kann noch nicht backen, aber ich werde bald backen können. Reicht das als Antwort? Die Planung sieht vorher, dass ich bald backen werde können. Und deswegen plane ich es ein. Wir können Schweinestall bauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Samen besorgen. Und dann bauen wir einen Schweinestall. Schweine für Dünger wichtig, ja. Weil vor dem Dünger habe ich auch so ein bisschen Angst. Ich glaube, der wird noch richtig ekelhaft werden. Ich glaube, Dünger wird mir noch richtige Probleme bescheren. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Platz für neue Menschen jetzt. Dankeschön nochmal für 50 Bits. Bis später. Ein Borderlands Playthrough ruft mich. Tschüss. Ganz viel Spaß. Ganz, 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 ganz viel Spaß. Ich glaube, das ist das, das wir nicht benannt haben. Genau das. Da brauchen wir auch noch am Fischstrand. So, das heißt, das hier
ist am Fischstrand 1 und das hier ist am Fischstrand 2. Die kriegen jetzt richtige Hausnummern schon. Das finde ich eigentlich ganz gut. Zentrum, wir nennen das einfach nur, ja, dann können wir eigentlich Zentrum beim Hohen 1. Und dann nennen wir Farm, ein Haus am Bach, nennen wir um in Zentrum am Huhn 2. Eigentlich können wir es auch einfach nur Zentrum nennen. Zentrum 2. Hauptplatz 1. Das klingt viel besser. Hauptplatz 1. Dann haben wir hier Hauptplatz 2. Und dann haben wir hier Hauptplatz 3. Jetzt kriegen die so richtige Wohnen. So richtige Adressen. Fischstrand 1, Fischstrand 2 klingt auch noch furchtbar. Da brauchen wir auch noch was anderes. So, das ist jetzt der Hauptplatz. Das heißt, das ist Hauptplatz 3. Das muss Hauptplatz 1 sein, oder? Das ist Hauptplatz 2. 2, 3, das müssen wir einmal ändern. Straßen sind immer so gegenüberliegend. Sonst treibt mich das in den Wahnsinn. So, das hier muss Hauptplatz 2 sein. Und das hier muss Hauptplatz 1 sein. So. Lass mich jetzt bitte hier nicht im Stich. So, hier. Hauptplatz 2. Dann ist das andere Hauptplatz 1. Ja, und dann ist das da drüben Hauptplatz 3. Ja, perfekt. Das wäre Hauptplatz 4. Kann ich das umbenennen? Hauptplatz 4. Ja. Geil. Dann wäre das hier Hauptplatz 5. Und dann wäre das hier Hauptplatz 6. Goll. Dann wäre das hier Hauptplatz 7. Das ist so schlimm. Einfach Straßennamen. Was ist das? So, dann wäre das der Schmiedeweg. Schmiedeweg 1. Dann wäre das hier Schmiedeweg 2. Dann wäre das hier Schmiedeweg 3. Dann wäre das hier Schmiedeweg 5. Und das hier Schmiedeweg 7. Oder Schmiedeweg 5a. Aber ich glaube, dass diese Benennungen quasi mit 5a und so weiter ist auch etwas, was wesentlich später ist. Diese zwei Häuser werden nochmal verschoben. Glaube ich. Ja, wobei, es hat sich halt so natürlich entwickelt. Eigentlich wäre es schade, wenn wir sie verschieben, weil das war halt schon immer hier. Andererseits wäre so eine richtige Straße auch, aber das wäre, ja, will ich das Jagdhäuschen nochmal verschieben? Also eigentlich will ich das Jagdhäuschen nicht mehr verschieben, weil klar, ein Jagdhäuschen weiter draußen zu haben, wäre cool. Aber andererseits hat sich das Dorf einfach so entwickelt. Und das finde ich halt dann auch nicht so schlecht. So, und wenn wir halt gucken, wir haben ja mehr als genug Platz. Also wir dürfen uns dann halt einfach nicht weiter in diese Richtung ausbreiten, sondern wir breiten uns einfach weiter nach oben hin raus.
Das heißt, dass, wenn das jetzt Schmiedeweg 3 war, dann wäre das Schmiedeweg 4. Und dann wäre das Schmiedeweg 6. Gibt es ein Einwohnermeldeamt? Nein. So, und da hinten müssen wir dann mit der nächsten Straßenbenennung anfangen, aber da sind wir noch nicht so weit. Am Jägerstübchen 1. Das könnten wir vorne beim anderen Jägerhaus machen. Das könnten wir vorne beim anderen Dings machen. Das würde ich auch hübsch finden. Und also süß quasi. So, erstmal Schlafi machen jetzt. Ach, hier haben wir ja noch eine Küche. Warum sieht man 100 Häuser, aber nie einen Bewohner? Tatsächlich, weil ich momentan auch zu viele Häuser habe und zu wenig Bewohner. Also viele von den Häusern sind tatsächlich einfach nicht bewohnt. Weil. Sie sind einfach noch nicht bewohnt. Ich muss erst Leute, sie bewohnen lassen, quasi. Wir gehen den Pelz auch verkaufen, wir brauchen Geld. Und es war Nacht, das kommt dazu. Ja. Wir brauchen dringend jetzt wieder einen neuen Holzfäller. Wir brauchen einen neuen Holzfäller und wir brauchen noch jemanden, der in der neuen... Also jetzt... Ach, wir haben ja sogar schon zwei Küchen. Ich habe ja drüben sogar noch eine zweite schon gebaut, dann brauche ich hier gar nicht unbedingt noch eine. Aber ich glaube, die andere Küche wird auch noch gar nicht genutzt, ne? Genau, die zweite Küche braucht noch einen Mitarbeiter. Und in der Jagdhütte brauchen wir wieder zwei noch Jäger. Und einen Holzschuppen brauchen wir auch noch. Ah, da gibt es ein paar Sachen, die zu tun sind. Also wir brauchen einen Jäger und noch eine Köchin auf jeden Fall direkt. Ich habe einen zentralen Dorfplatz, also ich habe einen Hauptplatz quasi. Der ist noch nicht geplant. Also da ist richtig, ich habe da richtig viel Platz freigelassen, damit wir da dann richtig geil was reinbauen können. Aber ich habe noch nicht so viel reingebaut, weil ich hatte bis jetzt noch nicht das Geld, die ganzen Blueprints zu lernen. Aber ich habe in der Mitte beim Hauptplatz letztes Jahr einen Apfelbaum gepflanzt. Und da wächst jetzt in der Mitte ein Apfelbaum und daneben kommen dann Bänke hin und ein großes Feuer. Und die Leute stehen auch alle immer um den Apfelbaum. Also das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das wird auch darauf hinauslaufen, dass sich das dort weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie viel Samen ich gleich werde kaufen müssen. Muss ich dann gleich gucken gehen, sobald alles gesät ist, was uns dann quasi noch fehlt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr teuer werden. Ich glaube, das wird alles sehr, sehr teuer und sehr, sehr unangenehm. Zum Glück sind Pferde steuerbefreit. Sind sie? Davor hatte ich auch schon Angst. Hallo, Lunatic. Hallo da. So. Wares never disappoint. Ich verkaufe dem jetzt einfach mal das Fleisch hier. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann bekommst du die hölzerne Fiole
und den Pelz und meinen Holzbecher und meine Schöpfkelle und dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Geld. Und dann will ich Dung. Ich kaufe von dir tatsächlich erstmal einfach nur Dung, weil Dünger ist viel zu teuer. Have a good day. Und? Hello. Nee. Goodbye. Ich muss erst gucken, bevor ich irgendwas mache, was ich dann bereue, muss ich erstmal gucken, was wir brauchen. So. Fischen. Diplomatie braucht niemand. Nee. Fischen brauche ich gerade auch nicht noch jemanden. Also langfristig betrachtet auf jeden Fall. Aber jetzt halt noch nicht. Schade. Das Angebot hier ist jetzt nicht so der Burner. Was meinst du mit, für die letzten 3 Items habe ich kein Geld mehr bekommen? So, ich muss ein paar Steinäxte auf dem Weg machen, weil ich gesehen habe, dass meinem Holzfäller Steinäxte fehlen, weil wir immer noch nicht genug produzieren. Ich muss mich auch ganz dringend um diese Schmiede kümmern. Also ich glaube, das ist einer der größten Fehler, die ich mache bei diesem Run, ist, dass ich einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit auf die Schmiede lege. Ich glaube, ich könnte mir damit das Leben noch so viel leichter machen, weil ich auch nicht dauernd neues Werkzeug und so bräuchte. Aber aus irgendeinem Grund dodge ich das die ganze Zeit. Ach so, das ist nicht schlimm, Krullern. Aber danke für den Hinweis. Muss ich nächstes Mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr. Fährt immer mit Hafer füttern, sonst kommst du nicht durch die Au. Ich komme sonst nicht durch die was? Wie ging den Speichern nochmal? So. Okay. Ach du Scheiße, das war knapp. Heilige Scheiße, das war knapp. Ach du Scheiße. Da hätte ich euch jetzt actually beinahe 5 Subs geschuldet. So eine Kräuterhütte wäre auch was. Das könnten wir auch mal besorgen, damit wir actually Heilung produzieren. Warum schlägst du die Wölfe in so einem Fall nicht mit der Axt, wenn du die dabei hast? Stress. Ich hatte einfach zu viel Stress. Oh. Ich habe einfach nicht mitgedacht. Ich hatte Panik. Da war kein höherer Gedankengang dahinter. Ich hatte einfach des Todes Panik. Ich muss Pipi machen. Aber ich will nicht aufstehen. Ich will nicht aufhören zu spielen. Aber ich muss Pipi. Ich bin gleich wieder da. Nein, ich lass nicht laufen.
Wisst ihr, was ihr machen könnt? Ihr könnt euch meinen Vlog anschauen in der Zwischenzeit, während ich gerade am Pipi machen bin. Vielleicht können die Mods dann einmal posten und ich gehe Pipi machen. Bis gleich. So. Okay. Ich bin wieder da. Hehe. Großartig. Gummibärchen haben wir noch hier. Das ist mal geil. Hallo Säckersauce. So. Haben wir auch. 24 Fake-Anrufe schon viel. Ja, das war richtig Pain. Richtig, richtig Pain. So. Hallo Mini. Geil. Und jetzt zurück zum Dorf. Wieder da. Irgendjemand hatte vorhin gefragt, ob es Straßenschilder gibt, ne? Ich glaube nicht. Es gibt Laternen und dann so Tische und lauter solche Sachen, aber Straßenschilder habe ich noch nicht gesehen. Ich habe leider kein Feld mit Gummibärchen, nein.
So. Erstmal den Dung hier wegpacken. Wenn man ganz gut ist, dann Roggen hier rein und Hafer hier rein und Weizen hier rein. Und dann gehe ich erstmal Stroh holen. Seht ihr, da kommt mein Apfelbäumchen dann raus. Ja, ich gehe auf jeden Fall erstmal Stroh holen jetzt, damit wir Dünger produzieren können. Noch mehr. Hallo, Rona. Und Leder brauchen wir dann auch noch. Weiß ich gar nicht, die Schlini. Weiß das jemand aus dem Chat? Wenn ich bei mir selber ein großes Lagerfeuer mache, spawnen dann auch Wanderer bei mir? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Jetzt geht uns Feuerholz aus. Ich glaube, weil der Holzfäller fehlt. Und der... Also uns fehlt ein Holzfäller und einer kann, glaube ich, gerade nicht voll arbeiten, weil mir Holzhacken fehlen. Deswegen habe ich gerade welche gebaut im Inventar vorhin auch. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob ich da gleich helfen kann. Da sitzen dann Leute da und plauschen und finden sich, Wanderer nicht. Okay, danke für den Hinweis. Das heißt, wir müssen zwangsweise immer zu den anderen Dörfern laufen. Wir kriegen keine Frauen direkt. Zu uns. So. Mal 100 Stroh gesammelt. Das sollte mal passen. Mal gleich gucken. Ja, der kann nicht arbeiten. Mehr Werkzeug fehlt. Wir müssen gleich eine Axt drüben reinpacken. Dann löst sich auch das Holzproblem wieder. Doch, doch, ich lasse Werkzeug herstellen. Aber ich produziere nicht genug. Ich habe erst eine Schmiede und die produziert noch alles aus Stein. Und dadurch nutzt sich das Werkzeug schneller ab, als ich es nachproduziere. Und ich will aber keine zweite Werkzeug, ich will halt keine zweite Schmiede bauen, weil das einfachste Problem an der Situation wäre einfach, oder die einfachste Lösung für die Situation wäre einfach, endlich das mit den besseren Sachen, also besserem Werkzeug umzusetzen. Mit Bronze und so weiter. Und das, ich habe ja auch alles schon dafür. Ich muss nur machen. Und das habe ich halt noch nicht gemacht. Nee, Johanna, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür bin ich nicht relevant genug. Sowas werde ich, glaube ich, nicht eingeladen. So. Hafer würde nur noch fehlen, ne? Dann würden wir selber Tierfutter produzieren. Wenn wir jetzt Hafer auch noch hätten, dann hätten wir selber Tierfutter.
Haben wir das schon in der Produktionskette eingeplant? Wahrscheinlich schon, oder? Ich habe doch bestimmt mitgedacht. Nee, war ich noch gar nicht. Wenn ihr das automatisch macht, verkraftet sie mir mein ganzes Korn. Das können wir noch nicht machen. Ach Gott, so viele Säckchen will ich doch gar nicht. So, Haferkorn. Haben wir sonst schon Sachen? Leinensamen haben wir schon, Kohlsamen haben wir, Roggenkorn haben wir. Zwiebelsamen haben wir. Ich nehme da jetzt einfach mal alles mit raus, weil ich einfach, oh Gott, einmal quasi alles mitnehmen möchte, was wir theoretisch gesehen haben. Was wir theoretisch gesehen brauchen könnten. Pack die Sachen mal weg, damit die kein extra Gewicht hier machen. Den kannst du auch wegmachen. Und einen der Trinkschläuche kannst du wegmachen. Und die packen wir kurz weg. So, dann sind wir vom Gewicht her wieder gut dabei. Und dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um... Genau, das ist auch schon ausgesät. Eigentlich müsste ich den nur machen lassen. Der wird wahrscheinlich alleine eh ohne Probleme mit allem fertig. Ich glaube, ich blockiere den eher, dass ich da jetzt alles rausgezogen habe. Ich packe das einfach mal trotzdem mal hier rein, weil der kann sich das hier aus der Truhe ja auch rausziehen. Einfach damit ich das alles mal auf einem Haufen habe und mit ein bisschen mehr Übersicht sehe, was ich habe. Okay, die Zwiebeln sind schon komplett angepflanzt. Hier sind wir schon mittendrin. Chat, denkt ihr für mich mit? Habe ich Mohn vergessen? War da noch Mohn drin? Da war doch kein Mohn drin mehr, oder? Jetzt eine Fiole nehme ich wieder mit zum Verkaufen. Und den Kalkstein nehme ich diesmal auch mit zum Verkaufen. Da war, glaube ich, kein... Habe ich mitgenommen. Okay, passt. Dann passt alles. So, Karotten ist komplett. Eigentlich kann ich auch so gucken. Das Grüne bedeutet, dass es... dran ist, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Was bedeutet denn jetzt nochmal was? Das Schwarze bedeutet, dass es geplant ist. Das Grüne heißt, dass es angesät ist, oder? Schwarz ist geplant, okay. Wir helfen dem jetzt einfach mal her. Wir helfen dem jetzt einfach mal, damit das ein bisschen schneller geht. Ich will ihn ja auch gar nicht stressen.
Holzstammernstöcke. Also, vielleicht will ich ihn ein bisschen stressen. Vielleicht ist die Aussage nicht ganz korrekt, aber ich will ihn auch nicht viel stressen. Ja, ich weiß, mit den Skillpunkten, aber ich habe das Gefühl, die Skillungen sind irgendwie, vielleicht bin das auch nur ich, aber ich finde die Skillungen jetzt irgendwie nicht so wichtig in dem Spiel. Tatsächlich. Ich finde die verzichtbar. Weniger Schaden. Weniger Schaden ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier 10% schneller Reit. Oh. Ja gut, das sind eigentlich ganz geile Sachen. Ich nehme alles zurück. Früchte von Plantagen ernten. Hallo. Das ist eigentlich ganz süß. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich einfach kein Gefühl dafür, weil ich es nie level und ja, weiß nicht. Ja, ich habe ja ganz viele Plantagen geplant und die ersten Sachen wachsen ja auch schon. So. Wir sind ein gutes Team. Wenn du 4 Stunden vor mir zum Arbeiten anfängst, hole ich dich fast nicht ein, bevor du mit dem Feld fertig bist. Fast. Dankeschön, Celtenity, für die 5 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. 30% weniger Steuern? Wo gibt. Das ist aber bei Diplomatie, oder? Ja, Diplomatie habe ich ja gar nichts. Dafür muss ich, glaube ich, noch mehr mit Leuten reden. Das mache ich zu wenig. Dankeschön zu Tenity übrigens nochmal. Vielen lieben Dank. Hm. Der braucht einfach viel zu lang. Was muss hier gemacht werden? Ach, hier muss überhaupt erst gedüngt werden. Oh. Gut, Sachen verkaufen tue ich die ganze Zeit. Armer Arbeiter, der wird nach Stunde bezahlt und Chef macht ihnen den Verdienst kaputt. Wow. Und wie ich hier gehatet werde. Gar nicht so nett. Das ist nicht sein Ernst. Jetzt hat er mir die Arbeit abgenommen, der Arsch. Okay, das heißt, der sät jetzt hier Kohl. Dann mache ich drüben den Dünger. Oder ich mache was Sinnvolleres. Ich plane mein Schweinchenhaus. Ich kann auch mein Schweinchenhaus planen. Ich kann große Häuser bauen. Die ganz, ganz großen. Aber die sind halt auch so ein bisschen ein Overkill, oder? Ein großes Haus für mich wäre halt schön. Also ich hätte gerne ein ganz großes.
Was sind jetzt meine Schaufel? Ah, ich habe meine Schaufel weggepackt. Zwei Holzstämme schnell holen. Nee, ich baue erstmal keine großen Häuser. Also, ich habe noch kein einziges Kind. So, das Einzige, wofür die großen Häuser ja gut sind, ist, dass halt mehr Kinder in die Häuser rein können. Ich habe noch kein, also ich bin die Einzige in dem Dorf bis jetzt, die ein Kind hat. Und das ist noch ein Baby. So, es macht wirklich überhaupt, es ist ein kompletter Waste, ein ganz großes Haus zu bauen gerade. Weil eh niemand drin wohnt. Deswegen bringt das nicht wirklich was bis jetzt. So, dieses Ding hier wird abgerissen und woanders neu geplant. Das kommt nämlich jetzt einmal stattdessen hierher nochmal. Weil ich da drüben Platz brauche für Wohnort. Aber erstmal brauchen wir 8 Steine. Das ist das Erste, was wir brauchen. Und wir sind schon wieder überladen. Ah, ich mache schon wieder 30.000 Bauprojekte auf einmal, ne? Fällt das auch wem auf? Ist das nicht normal? Ja. Wahrscheinlich schon. Warum richtet sich dein Kanal an Erwachsene? Machst du über 18 Content? Weil ich sonst, wenn ich das nicht standardmäßig drinnen habe, bei jedem Horrorspiel, bei jedem blutrünstigen Game oder bei allen anderen Spielen, die ich spiele, auf FSK 18 achten muss. Und daran denken muss, meinen Channel jedes Mal manuell umzustellen, wenn ich ein Spiel spiele, das eine andere Altersvorgabe hat. Weil Deutschland da sehr streng ist. Also einfach standardmäßig auf über 18 stellen, damit ich nicht vorausplanen muss, an welchem Tag ich welches Spiel spiele. Ja, also machen, soweit ich weiß, die meisten Streamer so, weil ich nicht so wirklich Bock habe, mit der Landesmedienanstalt darüber zu diskutieren, ob Deutsch DBD jetzt ab 16 oder ab 18 ist, so. Und ich fluche unanständig, ja, das ist auch tatsächlich, das macht tatsächlich auch einen Unterschied. Also, wenn du in deinem Stream viel fluchst, dann gibt dir Twitch generell den Tipp, dass du auf FSK 18 stellst. Weil wenn du für zum Beispiel Fluchen oder so reported wirst, dann hast du mehr Freiraum in der Bewertung von Twitch, was potenzielle Abmahnungen angeht, wenn du ab 18 streamst. Weil sie sagen, okay, dann ist die Audience auch älter und dann ist nicht so kritisch, wenn du 30 Mal Arschloch hintereinander sagst. Zumindest war das mal so. Ich weiß nicht, ob sie da immer noch Unterschiede machen, aber es war auf jeden Fall mal so. So, Stroh fehlt uns noch. Ach, das war Holzschuppen 1 sogar, den wir da gerade abreißen. Hallo. Ach, die sind alle Holzschuppen 1. Ach, kacken. Wenn die alle Holzschuppen 1 sind, woher weiß ich denn dann, welcher welcher ist?
hätte das andersrum machen sollen. Und jetzt reiße ich das wieder ab. Das ist ganz schlimm. Ja, lacht nicht. Ich habe einen Fehler gemacht in der Planung, weil auf, also das ist quasi die Anschlagtafel, die ist auf der Seite. Das war nicht so smart einfach. Ja, Moment, ich mute mich mal ganz kurz, Leute. Ich bin gleich wieder da. Gib mir eine Sekunde. Ich bin wieder da. Sorry, ihr Lieben. Jetzt kurz was gucken. So, wisst ihr, was wir jetzt hier richtig gut machen können? Wir können die Holzfällerstraße am Holzweg nennen. Und das stelle ich, das finde ich mega witzig. Und dann wird das hier am, also das war jetzt am Holzweg 2, das heißt, das wird am Holzweg 3, 4, meine ich. Und das finde ich schon sehr lustig. Auf dem Holzweg. Ja, aber
Also am ist die, das österreichische Umgangssprachliche für auf dem. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, in Österreich auch, in Deutschland auch, aber was weiß ich. Das Problem ist nur, dass wir da jetzt noch Bäume wegmachen müssen. Okay. Einbahnstraße und zugleich Sackgasse. Ja. Okay, dann brauchen wir noch ein Strohdach. Wir sind maßlos überladen, immer noch. Wir könnten eigentlich direkt noch einen vierten... Nee, wir planen noch keinen vierten Schuppen. Es ist zu viel. Da muss noch ein Haus hindern oder so. Strohdach brauchen wir auf jeden Fall noch. So... Das ist, by the way, auch der Ursprung des Sprichworts, die Holzfällerwege, die einfach im Wald enden. Echt? Lustig. Das ist lustig. Das wusste ich gar nicht. So, haben wir noch Stroh? Safe nicht, oder? Wir haben nie Stroh. Doch, wir haben Stroh. Krass. Das habe ich nicht gedacht. Perfekt. Damit ist der Holzschuppen auch durch und das wäre jetzt am Holzweg 1. So, und jetzt gucken wir, was der hier macht. Der produziert 50% Holzstämme, 50% Stöcken. Das heißt, der hier produziert jetzt 50% Holzstämme und 50% Stöcke und den anderen reißen wir ab. Und wir brauchen unbedingt wieder einen dritten Holzfäller. Aber das wird sowieso. So. Und dann kommt da noch ein Haus hin. Aber das Haus können wir jetzt nicht setzen, weil es ist dunkel. Also gehen wir jetzt erstmal Schlafi machen. Einfach Schlafi machen. Ich werde, glaube ich, auch am nächsten Tag mal in die Stadt laufen. Und, schauen, ob wir dort noch Mitarbeiter eventuell rekrutiert bekommen in irgendeiner Form. Das wäre, glaube ich, auch einfach wichtig, weil wir da auch ein bisschen so festhängen gerade. So, Frühling. Oh Gott, wo ist die Tür? Hier. Geil. Das wird unser Kirschblütenbaum. Der wird hübsch. Und ein bisschen was trinken. Und dann nach oben und gucken, wie weit es ist. Muss auch immer wegen den Feldern schauen.
Wie weit sind die Felder? Das muss noch gedüngt werden. Das muss auch noch gedüngt werden. Das muss auch noch gedüngt werden. Da brauchen wir Samen. Da brauchen wir Samen. Wie weit sind wir da hinten mittlerweile? Da muss auch gedüngt werden. Und da muss gesät werden. Du bist mir echt zu langsam, Bruder. Ach, das ist schon gedüngt. Aber das nicht, oder? Muss das alles noch... Ach, muss das nicht gedüngt werden? Bin ich blind? Das braucht alles Samen. Und das muss gepflügt werden. Nee, da sagt er jetzt wieder, es braucht Dünger. Aber wenn ich versuche zu düngen, dann sagt er, ich brauche eine Hacke. Hä? Ach, das Feld ist nicht fertig. Hä? Ja, aber das, also, ich kann ja beides nicht machen. Speichern und neu laden. Das ist verbuggt, oder? Ja, das ist mir schon bewusst, aber es geht beim Feld beides nicht, Atlanta. Ich habe Düngen eingestellt. Ich habe Düngen. Achso, ich habe keinen Dünger mehr dabei. Hä, aber ich habe 70 Dünger mit. Ich hab doch meinen ganzen Dünger gerade rausgeholt. Nein, ich habe Dünger und ich habe... Habe ich meinen Dünger nicht mitgenommen? Bin ich dumm? Ich habe den doch mitgenommen. Offensichtlich bin ich dumm.